Freunde der Sonne, konnichiwa nach Deutschland, hier aus Tokio. Und ja, richtig geil, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und ja, in den letzten Wochen habt ihr so ziemlich oft hier dieses Zimmer hier gesehen, so mit dem Computer, Wäsche, wo heute jetzt nur die Trainingswäsche da ist. Da habe ich mir gedacht, hey Leute, es ist heute geiles Wetter, du hast heute mal ausnahmsweise ein bisschen Zeit. Gehst einfach mal ein bisschen raus und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal ein bisschen so meine krasse Hut, ja, weißt du Bescheid, so richtig Ghetto-like und... Nee, Quatsch, ich zeige euch mal ein bisschen so meine Nachbarschaft. Hoffe, ihr kommt natürlich sehr freudig mit und ich würde mal sagen, Jäckchen an, es ist ein bisschen kalt und ja, dann kann es auch gleich losgehen, wa? Licht. So, und das ist übrigens hier mein Haus. Ich wohne. Und ja, es ist pink. Nicht nur meine Tür ist pink, sondern auch mein Haus ist pink. Toll, oder? Das nennt sich Sakura-Haus. Däumchen hoch dafür. Aber eigentlich, boah, die Sonne blendet krass, jetzt kommt Schatten. Eigentlich ist das ziemlich geil hier zu wohnen, finde ich. Es ist jetzt nicht unbedingt so krass die hyper krasse Wohngegend hier, wo hier Schickimicki und so wohnt. Das ist einfach so ganz normales Wohnen. Tja. So ein bisschen gut bürgerlich. Ja? Also ihr sitzt ja ein bisschen so an den Häusern. Das ist jetzt ja quasi so ein bisschen der Weg, wo man rausläuft, wenn man so quasi bei mir aus dem Haus. Also das ist jetzt ungefähr der Weg, den ich auch immer zur Bahn nehme. Und das ist eigentlich ganz cool hier. Also ich mag es, es ist super ruhig, obwohl das ist ziemlich nah an Shinjuku dran ist. Also ihr lauft ungefähr 20 Minuten von hier nach Shinjuku, was halt ziemlich geil ist. Und ja, man kann halt nicht meckern. Es ist zwar arschteuer, ich sag 600 Euro im Monat für den kleinen Raum in dem Haus, ja, mit Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad und so und all diesen tollen Sachen, wenn eure Mitbewohner messy sind wie Sau und ihr müsst den Laden andauernd hinterherräumen, damit ihr selber nicht zu messy werdet. Ja. Auf jeden Fall ist es ziemlich cool hier zu wohnen, finde ich, und es ist halt mittlerweile so mein Alltag geworden. Es ist komplett mein Leben geworden, hier zu sein. Das Krasse an Tokio finde ich halt einfach immer noch, hier ganz normale Häuser, Bach hier vorne, den Kandagawa und da dreht euch ein bisschen rum und boom, gewaltige Hochhäuser, ganz viele davon, also in der Richtung ist Shinjuku, deswegen sind da ganz, ganz viele davon, ist irgendwie total cool. Sind wir mal ehrlich, wo hat man das, dass man quasi hier durch so ein kleines Wohngebiet läuft mit einem kleinen Bach und dann dreht ihr euch rum, dann sind da richtig, also Tokio hat richtig fetten Hochhäuser. Das ist nicht irgendwie wie in Berlin oder so, dass mal am Potsdamer irgendwie mal ein paar Hochhäuser stehen, wie das Deutsche Bahngebäude oder so, sondern hier stehen die richtig krassen Hochhäuser und dann denkst du immer nur so, boah, krass, da guckst du aus deinem Fenster von deinem kleinen Sharehouse und da denkst du immer so, ja, Tokio. So, und hier haben wir jetzt genau das, was ich meine. Normale Nachbarschaft mit Fluss. Hochhäuser von Shinjuku, fette Hauptstraße. Und nicht zu vergessen, Lawson, 100 Yen Shop für den geizigen alten Sack von morgen. So, und jetzt laufen wir quasi entlang dieser Hauptstraße hier. Laufen wir quasi Richtung Nakanosaka US Station. Das ist so meine Station, von der ich halt immer fahre. Außer ich laufe halt drüber nach Shinjuku. Das ist die Richtung da hinten. Straight immer die Straße entlang. Weil da die Verbindung ein bisschen besser ist und manchmal lohnt sich das. Aber ja, wie gesagt, das ist hier quasi jetzt so, jetzt kommt man so, in Japan ist das immer so ganz komisch. Jede Haltestelle, jede Zugstation ist quasi so ein eigenes Nachbarschaftszentrum. Also ihr könnt immer sicher sein, wenn ihr auf der Suche nach was zu essen seid oder wenn ihr irgendwie irgendwas halt machen möchtet, haltet euch an die Station, weil da ist dann meistens immer, da findet das Leben irgendwie statt, habe ich das Gefühl. So außerhalb, dann ist halt Wohnen, immer wieder kleine Isakayas oder so. Oh, übrigens hier, mitten im Nirgendwo, ein Tempel. Ja, also wie gesagt, in den Nachbarschaften sind dann meistens kleine Restaurants und so, lohnt sich meistens, aber wenn ihr als Tourist hierher kommt, und ihr habt einfach mal Bock, schnell irgendwo rein essen zu gehen, dann geht am besten irgendwo hin, wo eine Station ist, weil da habt ihr die besten Chancen, was zu finden, auch mit Englisch und so weiter. So, und das hier ist der Live-Supermarkt. Ihr seht schon, der hat drei Stockwerke. Und das ist ungefähr wie Rewe. Also hier gehe ich meistens immer einkaufen, wenn ich irgendwelche Sachen brauche, die ich nicht im 100-Yen-Shop bekomme. Ziemlich cool. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Steffen, du dummer Trottel, warum gehst du nicht einfach mal rein? Dann zeigst du uns, wie es da drin aussieht. Und da kann ich nur sagen, nein, denn auch in Deutschland ist es ziemlich
unhöflich, in Einkaufsläden zu filmen, weil die Leute sind dort zum Einkaufen und so weiter. Deswegen, also da würde ich straight rausfliegen, und weil das halt meine Hauptnahrungsquelle da ist, habe ich da jetzt nicht unbedingt so Bock, mir das mit denen zu versauen. Also, nee, das lassen wir mal lieber. Und ja, ihr habt es ja von außen gesehen. Stellt euch einfach wie einen Rewe innen drin vor. Ist eigentlich genau dasselbe. Was jetzt allerdings nicht dasselbe ist, ist, dass direkt nebendran dieses fette Hochhaus steht. Hochhaus Nummer 1. Wir nennen es Hochhaus Nummer 1. Und da drüben Hochhaus Nummer 2. Und daneben Hochhaus Nummer 3. Und Hochhaus Nummer 4. Herzlich willkommen im Quartett. Denn das ist die Nakano Station hier. Seht ihr, ich kann sogar so gut Japanisch lesen, dass ich euch das jetzt vorlesen kann. Hier steht Nakano. Das ist ein Strich. Das kennen wir in Deutschland überhaupt nicht. Und dann Sakaue. Und das könnte wahrscheinlich Station heißen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Also ihr seht natürlich, wenn ihr schon so lange in Japan wohnt, dann könnt ihr sogar die japanischen Schriftzeichen aus dem FF lesen. Es ist unglaublich, wie schnell man dazu lernt. Nee, Quatsch. Also ich bin voll die Niete in Schriftzeichen in Japanisch. Das gebe ich frei zu. Also ich spreche viel besser als lesen. Und ja, das ist jetzt so quasi die zentrale Kreuzung der Nakano Sakaue Station. Hier ist irgendwie immer voll viel los, weil es halt irgendwie, da geht's rüber nach Shinjuku, da geht's nach Nakano Central, da geht's irgendwo hin, da geht's wahrscheinlich nach Rom, ja. Es ist immer super viel los und ja, hier gehe ich immer in den Zug rein, wenn ich zur Arbeit fahre, amüsieren fahre, dumm in der Gegend rumfahre und ja. Und hier kann man viel essen und das gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen an, wo ich denn meistens immer so essen gehe. Übrigens, das hier nenne ich die Armee der Vending Machines. Dann sollte irgendwann einmal, wie in Terminator, der Krieg gegen die Maschinen ausbrechen, habt ihr hier eine fertige Armee in Stellung gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Welcher Depp braucht so viele Vending Machines auf so engem Raum? So, Station Nummer 1, Matsuya. Ist eigentlich ganz leckeres Essen, super billig. Qualitativ könnte man sich da wahrscheinlich streiten, weil es ist halt echt billig. Also es muss irgendwo gespart werden. Aber gehe ich ziemlich oft rein, weil man kann ziemlich gut Kalorien berechnen damit. Man weiß, was man kriegt und ja, es ist billig. Also ja, auf jeden Fall hier gehe ich ziemlich oft zum Essen rein. Und zu Matsuya gehört eine weitere Kette, nämlich Matsunoya. Wieder wäre hier Matsunoya. Ja. Und das ist sogenanntes Tonkatsu, also das ist Schnitzel. Bisschen teurer, sehr viel mehr Fleisch, schmeckt unglaublich gut. Solltet ihr nicht jeden Tag machen, sonst werdet ihr ratzefatze fett. Also, das sind die zwei Hauptdinger, wo ich eigentlich essen gehe. Da hinten ist noch Coco Curry, da laufen wir jetzt nicht hin, weil das ist ein bisschen zu weit und ich friere mir so langsam echt die Ohren ab. Ja, Coco Curry und Gogo Curry. Also ich esse echt voll ungesund, wenn ich auswärts esse. Aber ich koche ja auch. Zum Beispiel heute hatte ich die Monsterportion des Todes von Rühreier mit Speck. Und ja, es war relativ fettarmer Speck, deswegen nicht immer sagen, oh Steffen, du isst voll ungesund. Nee, es war eigentlich echt cool. Vor allem, weil ich heute im Training sein werde. Deswegen, ja, ich kann auch kochen, Leute. Ich habe die Bude noch nicht in die Luft gejagt. So, und damit wären wir auch dann schon wieder in den Backstreets. Bin ich jetzt ein Backstreet Boys? Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder ein bisschen in ruhigeren Gefilden, ihr seht das. Und ja, wir haben hier schon wieder die nächste Vending Machine Armee. Warum stehen hier so viele Dinger dafür rum? Ja, ich meine, okay, es gibt verschiedene Sorten und so, aber wow, hier in Tokio stehen verdammt viel von diesen Dingern rum. Ich würde mal sagen, hier gibt es mehr Vending Machines als Einwohner. Und ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, hey Steffen, sonst machst du doch immer hier so ganz fancy Übergänge und mit Musik und so. Und warum mache ich das jetzt heute nicht? Ganz einfach, ich wollte einfach mal so ein bisschen No-Cut, so ein bisschen alles zeigen. Das heißt, so ein bisschen gechillter, damit ihr auch mal ein bisschen mitkommen könnt, ohne immer von der Musik unterbrochen zu werden. Und ja, weil es mir zeitlich auch nicht ganz so möglich ist, jetzt hier 5-6 Stunden heute am Schnitt zu sitzen, weil ich morgen wieder arbeiten muss, hat noch ein bisschen Vorbereitungen zu treffen, muss noch ein paar Sachen auswendig lernen für morgen. Und ja, aber nächste Woche geht's für mich nach Nagano. Also ihr wisst Bescheid, dieses Skigebiet dort, also diese Stadt mit dem bekannten Skigebiet von den Olympischen Spielen und so. Und ich möchte Snowboard fahren gehen, ja, seit Jahren mal wieder. Und ich habe meine GoPro auch aus Deutschland extra mitgebracht dafür. Heißt natürlich, dass es leider nichts mit Sapporo wurde, weil es total überbucht war, weil da irgendwie ein Fest war. Vielleicht machen wir das mal später. Auf jeden Fall geht es nach Nagano zum Snowboard fahren und da haue ich dann wieder die Kamerafahrten raus, die Übergänge, die Musik, ja, das dumme Gelaber. Okay, das ist heute auch wieder mit dabei.
dabei. Aber ja, auf jeden Fall dürft ihr euch freuen. Ich werde es nicht gleich schaffen, nächste Woche den Vlog hochzuladen. Aber ich würde mal sagen, so die Woche darauf ist er auf jeden Fall draußen. Bin halt auch überlegen, ob ich einen fetten Vlog machen soll oder einen kleinen Vlog. Ihr könnt mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, vielleicht auch. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie euch dieser Style von Video gefällt, wo jetzt halt mal nicht so viel Musik mit dabei ist, wo mehr geredet wird, wo ihr einfach mit mir so ein bisschen durch die Straßen lauft. Ja, stellt euch einfach mal vor, ja, ihr lauft mit mir jetzt hier so ganz salopp durch die Straße und ich rede mit euch hier darüber. Also könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Oder was euch sonst so durch den Kopf geht. Ja, und wir sind auch gleich wieder am Sharehouse, denn ich würde sagen, dieses Video beende ich mal, denn das war jetzt schon meine Nachbarschaft. Ja, also wir sind jetzt quasi einmal komplett außenrum gelaufen und da unten ist dann die Straße wieder, wo wir angefangen haben. Das heißt, wir haben meine Nachbarschaft abgehakt. Ja, und ich hoffe es einfach mal, es hat euch gefallen. Gebt ein Däumchen nach oben, lasst es da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zum Nagano-Vlog wieder. Bis dahin, Matane, tschüss nach Deutschland, grüßt mir die Heimat und bye bye.